Im Jahr 1998 erkannten die Wirtschaftswissenschaftler Uri Gnesi und Aldo Rusticini, dass es in Israels privaten Kindergärten ein riesiges Problem gab. Die Eltern kamen beim Abholen ihrer Kinder ständig zu spät. Die Kindertagesstätten in der ganzen Stadt schlossen immer um 16 Uhr. Und das wusste jeder. Trotzdem musste praktisch jeden Tag ein Betreuer auch lange nach Feierabend noch mit einem oder mehreren der Kinder dableiben, weil die Eltern einfach zu spät kamen. Und ja, ich weiß, dieses Phänomen erscheint euch wahrscheinlich nicht sehr bedeutsam oder gar ungewöhnlich. Aber für die beiden Forscher stellte es das perfekte Szenario dar, um eines ihrer geplanten Verhaltensexperimente in die Praxis umzusetzen. Gnesi und Rusticini waren seit langem daran interessiert, wissenschaftlich zu untersuchen, wie Regierungen das Verhalten ihrer Bürger mit Hilfe von Vorschriften und einem System von Anreizen steuern können. Also machten sie sich das Kindergartenproblem zunutze und kamen auf die Idee, in einem kleinen Experiment die Regierung zu spielen und zu versuchen, die Pünktlichkeit der Eltern nach Belieben zu kontrollieren. Okay, es handelte sich um kein kompliziertes Experiment. Die Grundidee war schließlich ganz einfach. Die Forscher bestraften die Eltern jedes Mal mit einer Gebühr von 10 israelischen Schekeln, wenn sie zu spät kamen. 10 Schekel, was nach heutigem Preisniveau etwa 5 Euro entsprechen würde. Nichts, was irgendjemanden in die Privatinsolvenz treibt. Aber es macht natürlich auch keinen Spaß, eine solche Strafe zu bezahlen. Allerdings gibt es ein wichtiges Detail zu beachten. Die Bußgelder wurden nicht in allen Kitas eingeführt. Von den insgesamt 10 Kitas, die an dem Experiment teilnahmen, führten nur 6 zufällig ausgewählte Kitas das Bußgeldsystem ein, während die anderen 4 als Kontrollgruppe genau so blieben wie bisher. Auf diese Weise konnten die Forscher am Ende des Experiments die beiden Gruppen von Kindertagesstätten miteinander vergleichen und messen, inwieweit sich die Unpünktlichkeit von einer Gruppe zur anderen verändert hat. Dadurch konnten sie die Bußgelder anpassen und sehen, welche Option die beste von allen war. Tja, und das Kuriose daran ist, dass die Forscher sich vorher einfach nicht vorstellen konnten, inwieweit die Ergebnisse eines so einfachen Experiments die bis dahin geltenden Wirtschaftstheorien komplett revolutionieren würden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch von dem, was passiert ist, auch überrascht sein werden. Die Frage ist also, wie sahen die Ergebnisse eigentlich aus? Nun, schaut euch diese Grafik an. Wie ihr seht, hat das System der Bußgelder für Eltern, die so spät kamen, nicht nur die Verspätungen nicht eingedämmt, sondern tatsächlich die Anzahl der Eltern, die jede Woche zu spät kamen, in etwa verdoppelt. Während vor dem Experiment durchschnittlich 10 Eltern pro Woche zu spät kamen, waren es nach der Einführung des Strafsystems 20 Eltern, die zu spät kamen. Aber das ist noch nicht alles, meine lieben Zuschauer. Nach 12 Wochen Experimentdauer beschlossen die Forscher, das System der Bußgelder abzuschaffen, um zu sehen, ob die Eltern zu ihrem ursprünglichen Niveau des Zu-Spät-Kommens zurückkehren. Und was passierte? Nun, alles blieb beim Alten, das heißt eigentlich beim Neuen. Die Bußgelder haben zu einem Anstieg des Zu-Spät-Kommens geführt, doch als sie wieder abgeschafft wurden, blieb der Anstieg bestehen. Aber warum ist das alles passiert? Was ist der Grund dafür, dass Eltern ihre Unpünktlichkeit erhöhen, wenn Geldstrafen ins Spiel kommen? Handelte es sich bei diesen Eltern etwa um ökonomische Masochisten, die gerne Strafen bezahlen? Und welche Schlüsse können wir aus diesem Effekt für die Politik und das wirkliche Leben ziehen? Heute werden wir uns hier bei Visual Economic ansehen, was hinter diesem seltsamen Phänomen steckt, und zwar sofort nach dem kurzen Werbehinweis des Sponsors, der dieses Video möglich gemacht hat. Enlisted ist ein taktischer Online-Ego-Shooter, der auf fesselnde Weise PvP und PvE-Gefechte meisterhaft vereint. Bei Enlisted tauchst du in die spannendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs ein und übernimmst die Rolle des Anführers eines individuell anpassbaren Trupps von KI-Soldaten. Mit diesen stürzt du dich in epische Schlachten mit hunderten anderer menschlicher Spieler. Als Liebhaber klassischer God-Games hat mir persönlich dieses Feature besonders gut gefallen. Mit seinen KI-Kameraden, deren Parameter man auf unterschiedlichste Weise anpassen kann, muss man sich durch historisch hochgradig interessante Kampagnen kämpfen. Angefangen von den düsteren Randgebieten Moskaus im Jahr 1941, als der Triumph der Wehrmacht greifbar nahe erschien, bis hin zur Schlacht um Berlin 1945, als klar war, dass das tausendjährige Reich nach nur 12 Jahren ein jähes Ende finden würde. Die vielen Konfigurationsmöglichkeiten der KI und die unglaubliche Vielfalt all dieser Kampagnen erweckt den Eindruck, als würde man völlig unterschiedliche Spiele spielen. Erkunde beeindruckende, historisch akkurate Umgebungen und entdecke das besondere Flair jeder einzelnen Kampagne. Jede von ihnen besticht durch ein individuelles Arsenal an Waffen und Fahrzeugen, insgesamt über 100, vom M4 Sherman bis
hin zu kuriosen Waffen wie der VG2. Ein weiterer Pluspunkt, der Enlisted von anderen Spielen abhebt, ist der atemberaubende Realismus. Während du eine Infanterieeinheit blitzschnell ausschalten kannst, erfordern Fahrzeuge taktisches Geschick und Durchhaltevermögen. Du schlüpfst dazu Matrix-like in die Haut eines deiner Soldaten, um dann mit der entsprechenden Einheit zu kämpfen. Und falls dieser getroffen wird, schlüpfst du wieder in einen anderen und steuerst auch ihn. Also, worauf wartest du noch? Enlisted ist nämlich kostenlos. Du kannst dich sofort in die Schlacht stürzen. Ob auf dem PC, der PlayStation 5, der Xbox Series X und S oder älteren Konsolengenerationen. Aber halt, als Visual Economics Zuschauer wartet natürlich noch ein exklusives Bonuspaket auf dich, das eine Vielzahl von Waffen, Soldaten und ein Premium-Konto umfasst. Klicke dazu einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video und sichere es dir jetzt, bevor das Angebot abläuft. So, und nun schnallt euch gut an, denn wir tauchen ab in die bizarre Welt des menschlichen Verhaltens. Aufgepasst! Versteckte Anreize. Die erste Hypothese, die erklären könnte, warum die Eltern nach der Einführung des Bußgeldsystems deutlich häufiger zu spät kamen, ist die Theorie der moralischen Anreize. Bis zur Durchführung dieses Experiments war nämlich die vorherrschende Denkweise darüber, wie Geldstrafen das Verhalten von Menschen beeinflussen, als Abschreckungstheorie bekannt. Diese Theorie besagt, dass nach der Verhängung einer Strafe für Fehlverhalten das Fehlverhalten nachlässt. Ihr wisst schon, die Art von Strafe, die unsere Mütter seit Generationen perfektioniert haben. Außerdem besagt die Abschreckungstheorie, dass die Wirkung einer Strafe auf das Verhalten umso größer ist, je höher die Strafe ausfällt. Das alles klingt absolut intuitiv und logisch, nicht wahr? Wenn man Menschen für etwas bestraft, werden sie es weniger häufig tun bzw. anderweitig versuchen, die Strafe zu umgehen. Die Theorie der moralischen Anreize widerspricht dieser Theorie jedoch mit einer ganz klaren Prämisse. Denn nicht alles dreht sich um Geld. Stellt euch vor, ihr würdet zu den Eltern gehören, die zu spät kommen. Ihr wisst genau, dass der Unterricht um 16 Uhr endet und dass ihr mit eurer Verspätung den Betreuer oder die Betreuerin eures Kindes dazu zwingt, länger auf der Arbeit zu bleiben, als er eigentlich sollte. Solange ihr kein empathieloser Soziopath seid, wird euch das wahrscheinlich nicht gefallen und ihr werdet euch zumindest ein bisschen schlecht dabei fühlen. Und nicht nur das, die Scham und die Peinlichkeit, sich entschuldigen zu müssen, wenn ihr wisst, dass ihr jemanden Unannehmlichkeiten bereitet habt, sind nicht gerade angenehm. Aber was passiert nun, wenn ein Bußgeld verhängt wird, um dieses Verhalten zu bestrafen? Nun, viele Eltern interpretierten das Bußgeld nicht als Strafe, sondern als Preis. Wenn sich der Betreuer schon den ganzen Vormittag mit eurem Kind beschäftigt hat, kann er auch noch 10 Minuten länger bleiben, wenn ihr ihn dafür mit einer zusätzlichen Zahlung entschädigt. Entweder direkt an die Person oder eben über die Kindertagesstätte. Gemäß dieser Argumentation ist es nun nicht mehr moralisch verwerflich, die Betreuungsperson länger bleiben zu lassen, sondern nur noch eine weitere Dienstleistung der Kindertagesstätte, die moralisch durchaus akzeptabel ist. Der springende Punkt ist, dass es für viele Eltern unangenehmer ist, sich zu entschuldigen, als einfach nur ein kleines Bußgeld zu zahlen. Sie nehmen das Ganze quasi als Ablasshandel, um danach umso mehr sündigen zu können. Und deshalb machen sie sich auch weniger Sorgen über ihre Verspätungen, auch wenn es eine Geldstrafe gibt. In gewissem Sinne werden hier unsichtbare Kosten, die die Reputation und das Gewissen belastet haben, in sichtbare Kosten auf den Geldbeutel umgelegt. Und diese monetären Kosten wurden von den Eltern offensichtlich als deutlich weniger unangenehm angesehen, weshalb sie auch weniger Bemühungen zeigten, sie zu vermeiden. Doch wenn ihr der ganzen Erklärung aufmerksam zugehört habt, wird es euch so vorkommen, als würde hier etwas nicht stimmen, oder? Denn wenn die Theorie der moralischen Anreize wahr ist, warum sind die Eltern, nachdem die Forscher die Praxis der Bußgelderhebung beendet haben, nicht wieder auf das ursprüngliche Niveau des Zu-Spät-Kommens zurückgekehrt? Nun ja, auf den ersten Blick könnte man denken, dass es vielleicht nur eine Frage der Bequemlichkeit ist, weil man sich daran gewöhnt hat, zu spät zu kommen. Das mag zwar eine Rolle gespielt haben, aber allein wäre es wahrscheinlich eine zu einfache Erklärung. Es muss da noch einen weiteren Faktor geben. Und deshalb haben die Forscher eine zweite, alternative Hypothese zur Theorie der moralischen Anreize vorgeschlagen. Die Hypothese der unvollständigen Verträge. Und worum es sich dabei handelt, schauen wir uns jetzt ganz genau an. Aufgepasst! Das Kind beim Namen nennen. Den Forschern zufolge sah der Vertrag, den die Eltern bei der Anmeldung ihrer Kinder in der Kindertagesstätte unterzeichneten, ungefähr so aus.
In der Kindertagesstätte kümmern wir uns auch nach Feierabend um die Kinder, wenn ein Elternteil zu spät kommt. Wir können die Kinder ja schließlich nicht unbeaufsichtigt auf die Straße setzen und dort auf die Eltern warten lassen. Für diesen zusätzlichen Service stellen wir keine Gebühren in Rechnung, aber natürlich sollte jede Verspätung der Eltern eine Ausnahme sein und sie sollten nur dann zu spät kommen, wenn es absolut unvermeidbar ist. Wenn ein Elternteil sehr oft zu spät kommt, können wir Maßnahmen ergreifen. Beachtet bitte, dass die Konsequenzen, die ein Elternteil zu tragen hat, wenn er zu spät kommt, in den Verträgen oft gar nicht klar definiert sind. Könnte ein Kind von der Kita ausgeschlossen werden, wenn ein Elternteil einmal oder zu oft zu spät kommt? Oder noch schlimmer, könnte das Sozialamt eingeschaltet werden und die Eltern in rechtliche Schwierigkeiten geraten? Nun ja, ob dies nun der Fall war oder nicht, Tatsache ist, dass die Eltern es in Ermangelung von Details im Vertrag vorzogen, lieber nicht zu spät zu kommen und die Konsequenzen zu vermeiden, die Kindertagesstätte in dieser Hinsicht potenziell verhängen könnte. Und was bedeutet das alles? Nun, nach der Einführung des Bußgeldsystems haben die Kindertagesstätten ihre Hand im Spiel gehabt. Die Bußgelder dienten als eine Art Botschaft der Kindertagesstätten an die Eltern. Hey, das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr zu spät kommt, ist, dass wir euch 5 Euro in Rechnung stellen. Wir werden euer Kind nicht rausschmeißen oder das Sozialamt anrufen. Das gab den Eltern ein Gefühl der Sicherheit und sie sahen, dass es keine große Sache war, ihre Kinder zu spät abzuholen. Was perfekt zu der Tatsache passt, dass nach der Abschaffung der Bußgelder das Niveau des zu spät kommens hoch blieb. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ja, dass die Bußgelder wieder eingeführt würden. Und diese waren ja schon während ihrer Erhebung akzeptable Kosten aus Sicht der Eltern. Wie lassen sich die Folgen dieses Experiments nun aber auf das echte Leben übertragen? Was können wir daraus ableiten? Nun, es könnte sein, dass viele Straftaten, die heute begangen werden, eben genau durch die Höhe der Strafen ausgelöst werden. Dinge wie Alkohol am Steuer, Drogenbesitz, Diebstahl, Betrug oder sogar Körperverletzung, Vergewaltigung oder Mord. Auch wenn wir hierbei betonen wollen, dass die Autoren sich darin einig sind. Das Ergebnis ihrer Studie bedeutet nicht, dass jedes Mal, wenn eine Strafe verhängt wird, das zu bestrafende Verhalten zunimmt. Was die Autoren sagen, ist aber, dass nicht alles so einfach ist, wie Bestrafungen oder Belohnungen zu verhängen, um das Verhalten der Menschen zu bestimmen. Und natürlich gibt es mehr Faktoren zu berücksichtigen als nur Geld. Außerdem weisen die beiden Forscher Genesi und Rusticini darauf hin, dass die Reaktion auf die Strafe auch viel mit der Höhe des Bußgeldes und damit zu tun hat, wie schnell es verhängt wird. Hätte man jedem Elternteil bei jedem zu spät kommen sofort $500 Strafe aufgebrummt, so hätte dies wahrscheinlich zu einem drastischen Einbruch des Fehlverhaltens geführt. Singapur zum Beispiel ist seit den 1960er Jahren von Sauberkeit besessen. Im Jahr 1968 rief Premierminister Lee Kuan Yew die Kampagne Keep Singapore Clean ins Leben, die Singapur zur saubersten und grünsten Stadt Asiens machen sollte. Und 1992 geschah dann das Folgende. 3. Januar 1992. Singapur verbietet Kaugummis. Das Verbot wurde in einigen Einrichtungen begrüßt, aber von vielen Bürgern als drastisch und extrem empfunden. Die Behörden in Singapur zwingen Touristen, die Menge der mitgeführten Kaugummis anzugeben. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu $3.000 beim ersten Mal bzw. $6.000 bei Wiederholungstätern und bis zu 2 Jahren Gefängnis. Tja, offensichtlich haben die Einwohner des Stadtstaats angesichts einer so hohen Geldstrafe für eine derart kleinscheinende Verfehlung aufgehört, Kaugummi zu kaufen. Und das Verbot hatte nicht denselben Effekt wie das Experiment mit den Kindertagesstätten. Aber es gibt noch eine weitere Schlussfolgerung, die wir aus dem Experiment und insbesondere aus dem Problem der moralischen Anreize ziehen können. Nämlich, dass wir mit Steuern einen Preis für Solidarität festsetzen können. Ich will damit sagen, dass es durchaus denkbar ist, dass die Menschen in einer Welt ohne Steuern mehr Geld für wohltätige Zwecke spenden und sich mehr in altruistischen Projekten engagieren würden. Aber der Grund, warum sie es nicht tun, ist, dass sie eben glauben, dass sie über die Steuern, die sie so oder so zahlen müssen, bereits dafür sorgen. Sie kümmern sich um nichts, weil sie denken, dass der Staat sich eben schon um alles kümmert. Das Problem ist natürlich, je mehr sich der Staat um etwas kümmert, desto weniger effizient ist es und desto stärker ist es mit Korruption verbunden. Die endgültige Schlussfolgerung des Experiments betrifft jedoch ein Thema, das uns gerade sehr am Herzen liegt. Schaut's euch an. Demokraten erwägen, eine Kohlenstoffsteuer in den Haushaltsentwurf aufzunehmen. Der Ruf nach einer solchen Abgabe wird immer lauter, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ökonomen befürworten seit langem eine Kohlenstoffsteuer als einfachen Ansatz, um Treibhausgasemissionen einen Preis zu geben. Befürworter sagen, dass sie Unternehmen und Verbraucher dazu bringen würde, die Umwelt weniger zu verschmutzen. Könnten die Auswirkungen von Bußgeldern für die Kinderbetreuung auf Steuern zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung übertragen werden? Was wäre, wenn sich solche Umweltsteuern am Ende kontraproduktiv auswirken würden?
In Kolumbien wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem mehreren Bauern ein Stück Wald zum Abholzen überlassen wurde. Die einzige Einschränkung war, dass, wenn sie zu viele Bäume fällen würden, es in den folgenden Jahren zu Dürren kommen würde, die die natürliche Umwelt schädigen und wirtschaftliche Verluste für den Rest der Bevölkerung verursachen würden. Die Forscher ließen den Landwirten die Freiheit, so viel zu fällen, wie sie nur wollten. Die Überraschung kam, als sie feststellten, dass die Landwirte nur 60% dessen fällten, was sie hätten fällen können, anstatt so viel wie möglich zu fällen und alle möglichen Vorteile daraus zu ziehen. Warum? Weil die Bauern genau wussten, dass eine zu starke Rodung zu ernsthaften Problemen führen würde. Doch nach ein paar Tagen kündigten die Forscher den Bauern an, dass eine kleine Strafe für diejenigen eingeführt würde, die zu viele Bäume fällen. Und wisst ihr, was dann geschah? Nun, die Bauern wechselten ihren Kurs und aktivierten plötzlich den Homo economicus Modus. Sie fällten kurzerhand alle Bäume, die sie nur fällen konnten. Denn die Rodung rechnete sich offenbar trotz der kleinen Strafe. Zudem ging man scheinbar davon aus, dass die Strafzahlungen für irgendwas Sinnvolles verwendet werden würden, sodass ihre eigene Voraussicht weniger vonnöten sei. Bedeutet das nun, dass jede Emissionsabgabe oder Umweltsteuer am Ende denselben Effekt haben könnte? Nun, auch hier nicht unbedingt. Die Forscher des kolumbianischen Experiments empfehlen, diese Art von Umweltregulierung mit der Gemeinde abzustimmen, mit den Landwirten zu sprechen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen und Geldstrafen anzuwenden, die von Grund auf neu konzipiert werden. Das Fazit: Die Bemessung des Strafmaßes ist alles andere als trivial. Und wenn man Strafmaße nur aus dem Bauch heraus ohne eine qualifizierte und rationale Methodik festlegt, können sie gewaltig nach hinten losgehen. Aber jetzt interessiert uns erstmal eure Meinung dazu. In welchen Zusammenhängen haltet ihr es für eine gute oder eher eine schlechte Idee, Strafen oder Steuern einzusetzen, um das Verhalten von Menschen zu lenken? Welche zusätzlichen Effekte, die wir euch hier nicht erklärt haben, könnten eurer Meinung nach hinter dem Kita-Experiment stecken? Glaubt ihr, dass die Kontrolle der Bevölkerung durch Anreize so einfach ist, wie es scheint? Wie immer sind wir auf eure Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Vergesst bitte auch nicht, Enlisted, das interessante KI-Online-Multiplayer-Spiel unseres Sponsors, kostenlos auszuprobieren. Wenn dich packende historische Schlachten interessieren, in denen du dich mit deiner eigenen KI-Truppe bewähren musst, solltest du es unbedingt über den Link in der Beschreibung unter diesem Video anspielen und gleich das riesen Bonus-Pack einstreichen, das wir für euch reserviert haben. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald!